10. Wenn Sie Kunststücke mit Tafeln vorführen, wäre es lächerlich, wenn Sie das mit den größten Schiefertafeln tun wollten. Angèle ging als erster hinein. Im Krankenrevier waren nur der Assistenzarzt, der lang ausgestreckt auf dem Operationstisch lag, und Dr. Frist-Frist im weißen Veterinärchirurgenkittel, der über der blauen Flamme einer Spirituslampe ein Skalpell sterilisierte, bevor er es in eine Flasche mit Salpetersäure tauchte. Eine vernickelte, viereckige Büchse, halb voll mit Wasser und glänzenden Instrumenten, brodelte auf einem Elektrokocher, und aus einem mit einer roten Flüssigkeit gefüllten Glaskolben stieg ungestümer Dampf. Der Assistenzarzt, der ganz nackt war und die Augen geschlossen hielt, zitterte auf dem Tisch, festgeschnallt mit soliden Gurten, die ihm tief in sein vom Müßiggang und Glockenläuten verweichlichtes Fleisch schnitten, und sagte nichts, während Professor Frist-Frist eine Stelle aus Black, Brown and Beige vor sich hin pfiff. Immer die gleiche, weil er nicht mehr wusste, wie es weiterging. Beim Geräusch von Angèles Schritten drehte er sich um. In diesem Augenblick erschienen Athenagoras und Abbé Petitjean ebenfalls. »Guten Tag, Doktor«, sagte Angèle. »Servus«, sagte Frist-Frist. »Wie klappt's?« »Es klappt.« Der Professor grüßte den Archäologen und den Abbé. »Können wir Ihnen helfen?«, fragte Angèle. »Nein«, sagte der Professor. »Es wird gleich vorbei sein.« »Ist er betäubt?« »Wo denken Sie hin?«, sagte Frist-Frist. »Doch nicht für so eine Kleinigkeit.« Er sah beunruhigt aus und warf flüchtige Blicke hinter sich. »Ich habe ihn durch Schläge mit einem Stuhl auf den Kopf unempfindlich gemacht«, sagte er. »Aber ist Ihnen auf dem Weg hierher nicht ein Polizeiinspektor begegnet?« »Nein«, sagte Athenagoras. »Es war niemand zu sehen, Professor.« »Sie kommen sicher, um mich zu verhaften«, sagte Frist-Frist. »Ich habe meine Anzahl überschritten.« »Ist Ihnen das unangenehm?«, fragte der Abbé. »Nein«, sagte Frist-Frist. »Aber ich habe einen Horror vor Polizeiinspektoren. Ich muss diesem Dummkopf noch die Hand abschneiden, und dann gehe ich.« »Ist es schlimm?«, fragte Angèle. »Sehen Sie selbst.« Angèle und der Abbé traten an den Tisch heran. Athenagoras blieb einige Schritte dahinter. Die Hand sah übel aus. Der Professor hatte sie für seine Operation an den Körper des Assistenzarztes gelegt. Die Wunde klaffte grellgrün, und reichlicher Schaum floss unaufhörlich von der Mitte zu den Rändern hin, die jetzt vollständig verbrannt und zerfetzt waren. Eine flüssige Feuchtigkeit floss zwischen den Fingern des Assistenzarztes und besudelte das grobe Leintuch, auf dem sein von einem raschen Zittern geschüttelter Körper ruhte. Hin und wieder trat eine große Blase an die Oberfläche der Wunde und platzte, wobei sie den Körper des Patienten in der Umgebung seiner Hand mit unendlich vielen kleinen unregelmäßigen Flecken bespritzte. Petitjean drehte den Kopf als erster ab und machte ein angeödetes Gesicht. Angèle betrachtete den schlappen Körper des Assistenzarztes, seine graue Haut und seine erschlafften Muskeln und die wenigen armseligen Haare, die er auf der Brust hatte. Er sah die durch Beulen verunstalteten Knie, die nicht sehr geraden Schienenbeine und die schmutzigen Füße, und er presste die Fäuste zusammen. Dann drehte er sich nach Athenagoras um, und dieser legte ihm die Hand auf die Schulter. »So war er nicht, als er angekommen ist«, murmelte Angèle. »Hat die Wüste auf alle eine solche Wirkung?« »Nein«, sagte Athenagoras. »Machen Sie sich keine Sorgen, mein Kleiner. Eine Operation ist eben nicht angenehm.« Abbé Petitjean ging an eines der Fenster des langgestreckten Raumes und sah nach draußen. »Ich glaube, Sie kommen. Barizones Leiche holen«, sagte er. Carlo und Maron marschierten auf das Hotel zu, wobei sie eine Art Barre trugen. Professor Frist-Frist machte einige Schritte und warf ebenfalls einen Blick hinaus. »Ja«, sagte er, »es sind die beiden ausführenden Organe. Ich glaubte, es seien Polizeiinspektoren.« »Ich nehme an, dass niemand das Bedürfnis hat, Ihnen helfen zu gehen«, sagte Angèle. »Nein«, versicherte Petitjean, »es genügt, wenn wir den Eremiten besuchen gehen. Wir waren eigentlich gekommen, um Sie dazu abzuholen, Professor.« »Ich bin ganz schnell fertig«, sagte Frist-Frist. »Meine Instrumente sind bereit, aber ich komme sowieso nicht mit. Sobald ich fertig bin, gehe ich weg.« Er krempelte die Ärmel hoch. »Ich werde ihm jetzt die Hand abschneiden. Schauen Sie lieber nicht hin, wenn es Sie anwidert. Ich muss unbedingt sein.« »Ich glaube, dass er daran krepieren wird, denn er ist in einem beklagenswerten Zustand.« »Kann man nichts tun?«, fragte Angèle. »Nichts«, sagte der Professor. Angèle wandte sich ab. Der Abbé und der Archäologe taten das Gleiche. Der Professor füllte die rote Flüssigkeit aus dem Glaskolben in eine Art Kristallisiergefäß und ergriff ein Skalpell. Die drei anderen hörten das Sägeblatt auf den Knochen des Handgelenks knirschen, und gleich darauf war alles vorbei. Der Assistenzarzt rührte sich nicht mehr. Der Professor stillte das Blut mit einer Handvoll Watte und Äther.
Dann packte er den Arm des Assistenzarztes und tauchte das blutige Ende in die Flüssigkeit im Kristallisiergefäß, die sogleich um den Stummel herum erstarrte und so eine Art Kruste bildete. »Was machen Sie da?« fragte Petit Jean, der verstohlen hinsah. »Das ist Siegellack«, sagte Frist-Frist. Gewissenhaft nahm er die abgeschnittene Hand mit einer vernickelten Pinzette und legte sie auf einen Glasteller, dann übergoss er sie mit Salpetersäure. Roter Rauch stieg auf und die ätzenden Dämpfe brachten ihn zum Husten. »Ich bin fertig«, sagte er. »Wir werden ihn losbinden und wach machen.« Angèle ließ es sich angelegen sein, die Riemen an den Füßen zu lösen, und der Abbé den am Hals. Der Assistenzarzt rührte sich immer noch nicht. »Er ist wahrscheinlich tot«, sagte Frist-Frist. »Wie ist das möglich?« fragte der Archäologe. »Die Betäubung. Ich habe wohl zu fest draufgeschlagen.« Er lachte. »Ich habe Spaß gemacht. Schauen Sie ihn an.« Die Augenlider des Assistenzarztes gingen auf einen Schlag hoch wie zwei kleine starre Klappläden und er richtete sich auf. »Warum bin ich nackt?« fragte er. »Weiß nicht«, sagte Frist-Frist und begann, seinen Kittel aufzuknöpfen. »Ich habe schon immer gedacht, dass Sie einen Hang zum Exhibitionismus haben.« »Es würde Ihnen wohl wehtun, wenn Sie aufhörten, mir Gemeinheiten zu sagen. Wie?« stieß der Assistenzarzt gehässig aus. Er betrachtete seinen Stummel. »Nennen Sie das vielleicht eine saubere Arbeit?« sagte er. »Jetzt reicht's aber«, sagte Frist-Frist. »Sie hätten es ja selber machen können.« »Das werde ich das nächste Mal auch tun«, versicherte der Assistenzarzt. »Wo sind meine Kleider?« »Ich habe sie verbrannt«, sagte Frist-Frist. »Schließlich ist es nicht nötig, dass sich alle anstecken.« »So, dann bin ich also nackt und bleibe nackt«, sagte der Assistenzarzt. »Das ist ja eine schöne Scheiße.« »Genug«, sagte Frist-Frist. »Sie gehen mir langsam auf die Nerven.« »Streiten Sie nicht«, sagte Athenagoras. »Es gibt sicherlich andere Kleider.« »Sie, Alter«, sagte der Assistenzarzt, »halten Sie sich da lieber raus.« »Schluss jetzt«, sagte Frist-Frist. »Wollen Sie jetzt endlich die Klappe halten?« »Was ist denn in Sie gefahren?«, fragte der Abbé. »Timpel, Tampel, Nagelstock.« »Pustekuchen«, sagte der Assistenzarzt. »Sie gehen mir alle auf den Wecker mit Ihren Dummheiten. Ich scheiße euch allen auf das Maul, so wie ihr da seid.« »Vollkommen falsch«, sagte Petit Jean. »Sie müssen sagen, wie viel Hörner hat der Bock?« »Reden Sie gar nicht mit ihm«, sagte Frist-Frist. »Er ist ein unzivilisierter Mensch und ein Flegel dazu.« »Immer noch besser als ein Mörder zu sein«, sagte der Assistenzarzt. »Mit Sicherheit nicht«, sagte Frist-Frist. »Ich werde Ihnen eine Spritze geben.« Er ging zum Tisch und band die Riemen schnell wieder fest, wobei er den Patienten mit einer Hand festhielt. Aus Furcht, seinen schönen Stummel mit dem ganz neuen Lack zu beschädigen, wagte der sich nicht zu wehren. »Das dürfen Sie nicht zulassen«, sagte der Assistenzarzt. »Er wird mich abmurksen, er ist ein alter Lump.« »Lassen Sie uns in Ruhe«, sagte Angel. »Wir haben nichts gegen Sie. Lassen Sie sich behandeln.« »Von diesem alten Mörder«, sagte der Assistenzarzt, »ist er mir mit diesem Stuhl nicht schon genug auf den Wecker gegangen? Und wer frotzelt jetzt rum?« »Ich«, sagte Frist-Frist. Er stach ihm schnell die Nadel in die Wange. Der Assistenzarzt stieß einen spitzen Schrei aus, dann entspannte sich sein Körper und er bewegte sich nicht mehr. »So«, sagte Frist-Frist, »ich ziehe jetzt Leine.« »Wird er jetzt schlafen und sich beruhigen?«, fragte der Abbé. »Dazu bleibt ihm die ganze Ewigkeit«, sagte Frist-Frist. »Es war karpatisches Zyankali.« »Von der aktiven Sorte«, sagte der Archäologe. »Ja«, gab der Professor zur Antwort. Angèle schaute, ohne zu verstehen. »Was?«, murmelte er. »Er ist tot.« Athenagoras zog ihn zur Tür. Abbé Petit Jean folgte ihnen. Professor Frist-Frist zog seinen Kittel aus, er beugte sich über den Assistenzarzt und bohrte ihm den Finger ins Auge. Der Körper regte sich nicht. »Niemand konnte etwas dafür«, sagte der Professor. »Sehen Sie her.« Angèle drehte sich um. Der Bizeps des Assistenzarztes war an dem Arm mit dem Stummel geplatzt und hatte sich leicht geöffnet. Um den Riss herum warf sich das Fleisch in grünlichen Wülsten auf und Millionen kleiner Blasen stiegen brodelnd aus den dunklen Tiefen der klaffenden Wunde. »Auf Wiedersehen, Kinder«, sagte Frist-Frist. »Ich bedauere das alles. Ich habe nicht geglaubt, dass es so enden würde. Wenn Dudu wirklich verschwunden wäre, wie man gemeint hatte, dass er es tun würde, dann hätte sich nichts so abgespielt wie jetzt. Und der Assistenzarzt und Parizone wären noch am Leben. Aber man kann nicht gegen den Strom an. Zu abschüssig. Und außerdem«, er schaute auf die Uhr, »und außerdem ist man zu alt.« »Auf Wiedersehen, Professor«, sagte Athenagoras. Professor Frist-Frist lächelte traurig. »Auf Wiedersehen«, sagte Angèle. »Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte der Abbé. »Polizeiinspektoren sind in der Regel Flaschen. Wollen Sie eine Stelle als Eremit?« »Nein«,
sagte Frist. Ich bin müde. Es ist gut so. Auf Wiedersehen, Angèle. Spielen Sie nicht den Blödmann. Ich werde Ihnen meine gelben Hemden lassen. Ich werde sie tragen, sagte Angèle. Sie kamen zurück und drückten Professor Frist die Hand. Dann gingen sie lärmend die Treppe hinunter. Abbé Petitjean als erster. Angèle kam als dritter. Er drehte sich ein letztes Mal um. Professor Frist winkte ihm zum Abschied zu. Seine Mundwinkel verrieten seine Rührung.